Wir machen heute hier eine Übung des Katastrophenschutzes des Landkreises Mansfeld-Südharz mit den Kräften der Feuerwehren, des THW, des TLRG, der Wasserrettung, des Sanitätssuches, der ABC-Bereitschaft. Wir haben uns 5 Szenarien ausgedacht. Einmal Chlorgasunfall im Sommerbad, einmal Brandbekämpfung, Schlossmuseum, Wasserförderung über lange Wegstrecken, einmal Waldbrand unter den Linden mit Bedrohung des Pflegeheimes in Altstädt und der Wohnsiedlung AWG und Fabrikstraße. Es wurden Messungen im Hornfeld durchgeführt durch das Chlorgas. Es wurden auch fiktiv Menschen evakuiert. Das technische Hilfswerk stützt uns nach Blitzeinschlag und Einfall einer Scheune die Scheune ab, sodass wir mit rund 80 Fahrzeugen und 380 Einsatzkräften hier in Altstädt vor Ort sind, unsere Übung durchführen. Nicht zu vergessen ist die Versorgungskomponente des Kochzuges des Landkreises Mansfeld-Südharz. Und wir haben auch einen Echtunfall leider gehabt. Zwei Kameraden unter Chemikalien-Schutzanzug ist leider der Kreislauf etwas in den Keller gegangen, sodass wir ja auch noch ein Echtszenario hatten. Ich bedanke mich dann auch noch bei unseren Kompasen, die wir 30 an der Zahl eingesetzt haben, um diese Übung so reell wie möglich aussehen zu lassen.